Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Knuckles Mania hier bei Crash 45 89. Eine dritte Runde Flying Battery Zone. Und fehlen jetzt nur noch zwei Emeralds und dann können wir auch Super Knuckles freischalten und damit auch dieses Let's Play bald beenden. Ich liebe den Soundtrack von der Flying Battery Zone, oh yeah! Ah, Moment, da gab's ja was da oben. Ach, lassen wir das mal. Gehen wir und machen wir jetzt mal weiter hier. Wir können ja zum Glück jetzt hier schweben. Unsere Gleiterfähigkeiten können wir jetzt zum Vorteil nutzen. Deswegen schon die ganzen Mäuse hier rum. Wow! Alter, fallen wir bloß nicht runter, Mann. So. Und jetzt aber. Give me that rings und give me that blue sphere spawner stage. Es ist wieder die hier. Jetzt muss ich es mal schaffen. Es ist eigentlich so simpel wie sonst was. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Einfach nur einen richtigen Sprung abpassen, dann passt das schon. Sobald ich die Kugel habe, direkt dann springen. Da bin ich leider ein bisschen still dazwischen. Ich muss mich da. Habe ich die blaue Kugel eingesammelt? Ja, kaum habe ich gesprochen. Hat es mich aus der Bahn geworfen. Ich konnte ja nicht mithören, ob ich die Kugel eingesammelt habe oder nicht. Ja, purer Fail, sag ich mal. Hey, kann ich alle noch einsammeln? Nein, leider nicht alle erwischt. Da ist der Schrotthaufen. Aber was war nochmal da oben? Ich hab's leider schon wieder verschwitzt. Hier gibt's jedenfalls ein paar Ringe. Zusätzlich. Und so Robotnik die Ringe hier aufbewahrt. Ach! So, so geht das. Den Schrott habe ich schon wieder total vergessen, was da nochmal war. Ich hoffe, ich finde da wieder seinen Special Stage Eingang. Ich weiß, wo ich einen bestimmten finden kann. Aua! Autsch! Ja, ohne mein Elektroschild komme ich da jetzt nicht mehr so richtig voran. Da gab es eine bestimmte Stelle, die nur mit dem Elektroschild zu erreichen ist. Hier, das hier zum Beispiel. So ein Scheiß! Weil ich nicht besser aufpassen kann. Wow! Da bloß weg, das ist eine gemeine Zerquetschungsfalle. Du! Jetzt wird aber abgerechnet! Wenn ich mich auf die Ringe konzentrieren würde, dann könnte ich das schaffen. Aber ich will ja unbedingt auch die Goldmedaille gleich kriegen. So, schon mal nicht schlecht.
Und das mit dem Timing passt, passt das schon. Ja! So, und jetzt nur noch hier durchkommen. Nein! Nein! OMG! Scheiße. Oh nein! Mann! So ein Bullshit! Das geht mir ringsicht auf den Keks. Dass ich das nie hinbekommen kann. Ach, da war noch ein... Nochmal auf da. Man kann ihn nicht wissen, vielleicht befindet sich da was. Was zum Teufel ist das denn? Oh mein Gott, wenn sich dahinter nicht was befindet! Aha! Nice one! Gut, dass ich hier nochmal nachgeguckt habe. So, sechste Special Stage. Was zum... Nein! Das hält mich nur wieder unnötig auf. Okay, ganz ruhig. Das kriegst du schon noch auf die Reihe. Wow. Oh Mann. Das dürfte wieder riskant werden, aber da gab es auch irgendwo wieder eine Rainbox dazwischen. Oh, nein, spring doch! Ich hab... Ah, nein! Shit! Och, nö, jetzt... Komm schon! Funktioniert auch immer etwas so, wie ich es möchte. Oh ja, toll. Weg mit den Elektroschild, selbstverständlich. Okay, ja, sogar kurz vom Miniboss, ey. So. Jetzt hat diese Schrottpresse fertig zu machen. Eieiei. Oder Moment, nein, kann ich leider nicht. Shit. Na komm schon! Langsam wird mir das zu knapp hier. Eieiei. Langsam wird's mir zu eng. Ich leide langsam unter Platzangst. Okay. Zum Glück. Aber hier hat man dann umso mehr Platz, hier das die ganze Zeit über das. So, hier kann man. Hier hat halt man umso mehr Platz, das Zielschild zu. zu jonglieren. So. Act 2! Und los geht das. Au. Boah, hätte mich jetzt zerquetschen müssen. Das bin ich doch für ein Glückspilz, ey. Oh, ein Blick mal ist vielleicht gut, wenn ich da alles weitermache. Nicht, dass ihr das jetzt ein Special Stage Tor verpassen lasst.
Ich muss in die Gewitteratmosphäre raus. Ja. Das sind wir jetzt hier. Und wo soll hier ein Special Stage Tor sein? Au! Ey, was war denn das für ein Betrug? Dann klettern wir mal hier hoch. Jetzt finden wir da was. Es geht so weit nach oben und trotzdem ist hier nichts. Soll ich das glauben? Ich denke mal nein. Ist ja noch mal der Anfang. Da gab es auch mal einen Anfang hier irgendwo. Da gab es einen Special Stage drin, den ich unbedingt haben möchte. Ich hätte doch lieber gleich den Schrottplatz nehmen sollen. Ja, das war jetzt mein eigener Fehler. Oder Moment, hier vielleicht. Nö. Aber hier unten. Naja, da gibt's extra Leben und Stuff. Aber mir auch nicht. Das bringt mir natürlich rein gar nichts. In der Situation wie dieser. Wow, Alter. Da fehlen tatsächlich noch zwei weitere Schalter. Wo hätte ich die finden können? Es wird tatsächlich in den Bahn in die Stacheln reingesprungen. Lol. Das war was. Das wäre es gewesen. Das wäre Ultra-Fail vom Feinsten. Ich will mal wissen, wo hier ein Special Stage-Tor ist. Komm schon, lieber Level. Gib mir noch ein weiteres Special Stage-Tor. Oh man. Komm schon. Sei doch mal human und gib mir eins. Ich dachte doch nicht, was, dass es hier keins gibt. Kannst du wohl nicht geben, ey. Wo kommt das jetzt hin? Habe ich jetzt bitte schon mein Schild verloren? Ach, deswegen. Mit dem Propeller von diesem Hühnerbot. Also der. Also durch den Propeller von den Kampfschiffen der Hühnerbots. Die die ganze Zeit auf mich schießen. Waren Laufschuhe! Und die verwehrt man mir einfach. Oh, was zum... Wieso bannerst du jetzt Lege auf dem Weg? Krass. Aber okay, nehme ich mal so hin. Warum auch nicht, ne? Geh doch lieber jetzt mal den Weg und hol mir den Ring. Also hol mir die Ringbox. So. Und dieses Mal muss ich aber der Sprung sitzen hier, den ich verpeilt habe. Es kann doch nicht so schwer sein. Na also, so hätte es ablaufen müssen. So und nicht anders. Oh, überspringe ich gleich das meiste hier. Au! Nein!
Böse Hindernisse. Alter! Full Speed jetzt. Okay. Konzentration, Mann. Du hast ihn im Visier, du hast ihn gleich. Und du hast ihn gleich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yeah! Gut. Letztes Special. Also nur noch ein letzter Chaos Emerald. Vielleicht finde ich hier noch ein letztes Special State. String, das wäre geil, bitte. Sag mir, dass ich hier noch einen finde. Schade, dass ich den einen am Anfang nicht gefunden habe, nicht gekriegt habe. Aber hey, was soll's? Ich kann auch damit jetzt zufrieden sein. Die letzte Special Stage ist ja so gut wie kein Problem. Nice one. Aha! Nice one! Dürfen wir mal gespannt sein, ob wieder Knuckles pink wird. Das ist auch wieder so ein Fan-Insider, dass Knuckles seine Superform hasst, weil er nämlich pink ist. Also pink wird. Weil das so peinlich ist. Armer Kerl. Aber das muss ihm doch gar nicht sein, ne? Ist doch egal, es tragen viele Männer pink und das hat und das sagt nichts über sie aus. Da verstehe ich nicht, warum man da so einen großen Wirbel drum macht. Noch mehr Schalter für das Zeugs? Wollt ihr mich verarschen? Aber das ist, glaube ich, wieder meine alternative Route, die ich noch gar nicht gegangen bin. Au, verdammt nochmal! Uiuiui. Das sieht mir aber jetzt nach einer Challenge aus, hier hoch zu gelangen und durchzukommen. Ah. Ach komm schon. So, will ich das sehen. Und nicht anders. Das Fenster können wir nicht durch. Na? Ich wollte dich da nach oben. Aber will man, will wohl das Spiel nicht, ne? Ich glaube, ich gehe weiter oben lang. Ach. Da war ich jetzt ein bisschen übermütig. Die Situation. Oh, ich dachte, das wird jetzt zum Boss. Na denn? Soll er nur kommen? Oh. Das Fenster wird mir jetzt einfach wieder rum so geschleudert. Aber jetzt muss ich mich langsam beeilen. Schon wieder 7,5 Minuten. Ich will schon wieder Time Over leiden. Weil ich mich ein bisschen umgucke, ne? Die Levels sind auch groß. Oh. So, jetzt mal darüber. Hauruck! Bam! Jetzt Full Speed. So gefällt mir das. Richtig abgehen hier. Mit dem Speed. Oh, so viele. Oh. Das ist auch wirklich gemein aufgestellt. Wie soll man bitte schon in das ganze Zeugs reinkommen? Wenn man da die ganze Zeit auf Highspeed getrimmt ist. Na, klasse. Schade. Aber gut, dann machen wir mal diesen
Spinnenmann hier fertig. Der ist eh so ein Spinner, also passt das nur. Was? Warum hat er da keinen Schaden genommen? So, jetzt ha. Wollte schon sagen, ein drittes Mal vielleicht noch, aber nö. Da dachte ich, wurde das Spiel. Nein. So, zack. Wieso nimmt er da keinen Schaden? Hä? Zählt das überhaupt? Scheiße, die Zeit ist gleich um. Ah, oh, da werde ich dann hingeschupft. Na komm schon, besiege ihn doch, bevor wieder ein Time Over leiden muss. Ah, Gott sei Dank. Oh nee, wenn ich da noch bei Ball gestorben wäre, das wäre es noch. Puh, okay, liebe Leute, das war's dann mit diesem Part. Wie immer, wenn es gefallen wurde, Daumen nach oben, sehen Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dann wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Fake It, ein bisschen Part von Let's Play Knuckles Mania. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.